Samuel, okay, es wird, es geht um die Position einer Führungskraft. Samuel, guck mal, ich habe jetzt europaweit 14 Top-Leute eingestellt. Da wurde dort schon einige Positionen vergeben. Woher kommst du, aus welcher Stadt, welche Umgebung? Du hast eine Firma in Bosnien und in Duisburg, okay? Alles klar. Was auch immer Folgendes. Bosnien ist noch nicht vergeben. Ich möchte es dir schlicht und einfach erklären. Ich arbeite für einen amerikanischen Konzern, ja, der 2007 den Markt bei Online-Videos revolutioniert hat, mit dem man perfekt Online-Videos versenden kann. Diese Firma möchte nun seine Plattform weiter ausbauen und zu gute Investoren, die in den Konzern investieren. Ich und mein Team und ich verkaufen die Lizenzen für $750 das Stück. Wir suchen Top-Leute, Top-Vertriebler, die mit uns diese Lizenz verkaufen. An andere Vertriebler oder an Endkonsumenten. Egal wer auch immer. Mission ist es für diesen Konzern, Top Fusion, letztes Jahr mit einem Gewinn von über $600 Millionen Geld aufzubringen, damit sie neue Glasplattformen investieren können, dass zum Beispiel ein Arzt in Amerika mit einem Arzt in Uganda wegen einer OP Röntgenbilder, Meinungen austauschen können und das Ganze bei Plattformen hin und her spielen können. Ist ein Milliardenprojekt, ist ein Zukunftsprojekt, kann man sich alles online bei YouTube ansehen. Mein Job ist es, so viel wie möglich Lizenzen dort verfügbar zu finden, die die Lizenzen weiterverkaufen. Mission ist es. Bist du dazu imstande mit mir gemeinsam, binnen 12 Wochen 500 Vertriebler aufzubauen? Durch die Kontakte, die du hast und durch meine Kontakte. Wenn wir diese 500 Vertriebler haben, ja, und jeder von denen verkauft 2 Lizenzen im Monat, ich verkaufe 3 Lizenzen in 5 Minuten, ein Top-Vertriebler an meiner Seite, ja, wie der Herr Kara, der Herr Jimmers, ja, oder Herr Kapkorn, ja, oder ein Sascha Steinmetz, die verkaufen 30 Lizenzen am Tag am Telefon. 30 am Tag am Telefon. Die Leute vor Ort, von denen du führst, müssen 2 vor Ort im Monat verkaufen. Wenn wir es schaffen, mit 500 Mann 2 Lizenzen pro Monat zu vertreiben, haben wir 1000 Lizenzen verkauft. Du bekommst einen Vertrag, in dem dir garantiert wird, pro verkaufte Lizenz $75. 1000 im Monat, $75.000 schriftlich garantiert. Plus $5.000 den aus sich daraus ergebenden Grundgehalt. Plus $15.000 Beteiligung an den Gehältern deiner Mitarbeiter. 10% von dem, was die verdienen. Von dem, was du verdienst, kriegst du 10% nochmal am Top. Im ersten Monat, wenn wir 500 Mann zusammen haben und sie nur 2 Lizenzen verkaufen, erhältst du $95.000. Schaffen wir es, 1000 Mann aufzubauen in Bosnien und in Nordrhein-Westfalen, was definitiv machbar ist bei diesen Gehaltsmöglichkeiten, und die verkaufen 4 Lizenzen, 4, haben wir 4000 Lizenzen verkauft. Und dein Gehalt kriegt im ersten Monat $380.000 monatlich. Das ist das Angebot. Mein Problem ist, ich stelle dir die Hälfte der Leute zur Verfügung, weil ich 9000 Mann bereits habe. Bist du nicht gut genug? Verschwendest du mein Potenzial? Warum sollte ich dich an meinem Vertrieb partizipieren lassen? Das musst du mir erklären, damit ich dich an diese Goldbarre lasse. Punkt. Das überzeugt mich nicht. Ich muss mir das überlegen, ja? Meine Vertriebler sind Gold wert und ich kann die jemandem nicht geben, der sagt, ich mache das so. Das überzeugt mich nicht, das Konzept, ja? Muss mich bedanken, aber wir werden nicht zusammenkommen. Ich danke dir trotzdem. Wie bitte? Guck mal, es geht hier um zu viel Geld, als dass ich das aus dem Fenster rausschmeißen kann. Das musst du verstehen.
Es geht darum, dass jemand, der mit mir arbeitet, der 500 Mann zur Verfügung stellt, 1,2 Millionen Dollar von mir und der Firma Confusion der Angst bekommt. Nicht von mir, von der Firma. Aber ich muss mich darum kümmern, dass das Geld in gute Hände gelangt, denn wir brauchen gute Arbeit und gute Lizenzvertriebler. Ja, deine Argumente sind okay, aber es gibt andere Momente, dafür bessere Leute. Wenn du mir ein Argument nennst, ja, dann bin ich dabei und kann darüber nachdenken. Aber du, das ist jetzt nicht so das, wo ich sage, jawohl, da kann ich mit dem Sand nachhaltig Geschäfte machen. Ich lasse dir durch den Kopf gehen, ich bedanke mich bei dir. Ja? Okay, ich danke dir, aber grundsätzlich eher nein. Schönen Tag noch.